Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Annie Rides. Heute möchte ich euch die neue Nightster vorstellen, Sportster Nightster. An dieser Stelle vielen, vielen Dank an Bertels Harley Davidson Bamberg, dass ihr auch heute mir dieses Motorrad ausgeliehen habt, damit ich es mal Probe fahren kann und meinen Senf dazugeben darf. Okay, dann schauen wir uns die Geschichte mal ein bisschen im Detail an. Leider haben wir heute nicht das beste Wetter erwischt, um die Nightster zu testen, aber das macht uns ja gar nichts. Regen gehört dazu. Wir testen trotzdem, oder? Und das Coole ist, ich kann sogar meine Regenhose testen. Gucken, ob ich trocken bleibe drunter. Also vom Fahrfeeling her muss ich sagen, fährt sie sich ziemlich cool. Sie ist halt super leicht. Du merkst halt gar nichts von dem Motorrad. Es ist tatsächlich von der Revolution Max Motorreihe der kleinste Motor. Das heißt, wenn wir sie jetzt mit der Sportster S vergleichen, die ich ja gestern gefahren bin, da merkst du schon einen Unterschied. Das muss man tatsächlich zugeben. Aber sie macht Spaß. Ihr fehlt halt der Bums, auch wenn man sie in Sport schaltet. Aber es ist halt das Einstiegsmodell bei Harley, ne? Der kleinste Motor. Aber deswegen hängt sie an Fahrfeeling, Fahrspaß definitiv der anderen Sporty nicht hinterher. Was ich halt echt genial finde, ist, dass Bertels Harley Davidson die meisten ihrer Vorführer mit gescheiten Anlagen, Auspuffen ausstatten. Auf der hier ist auch wieder eine Jekyll-and-Hyde-Anlage drauf. Und ja, ich bin befangen, weil ich bin ein Jekyll-and-Hyde-Fan, aber ich hatte auch schon Penzel und Kestel. Hört es euch an. Hoffentlich hat man jetzt vor lauter Fahrt, Wind den Auspuff auch ein bisschen gehört. Sie hört sich gut an. Find hat einen richtig, richtig coolen Sound. Ergänzt das Bike. Ist kein Muss. Aber wer Klappenauspuff gerne mag, finde ich, ist eine gelungene Mischung aus Sound zu dem Bike. Also quält mir. Aber ja, es ist auch hier wieder eine Geschmackssache. Der eine findet sie zu laut, der andere findet sie unnötig, der andere sagt, ach, Kestek ist meins. Das Coole ist, es gibt so viele oder einige Hersteller, da wird jeder für seinen Geschmack schon das Richtige finden. Was ich bei dem Bike auch echt cool finde, dass du auch hier drei verschiedene Fahrmodi hast. Aktuell fahren wir im normalen Straßenmodus. Also hier seht ihr hier dieses Zeichen, wenn wir jetzt das Knöpfchen drücken, haben wir sie gerade auf Sport umgestellt. Man merkt den Unterschied, wartet mal, ich gehe mal ein bisschen runter, weil wir uns ja an die STVO halten, ich gehe mal in den dritten, Achtung. Ja, da geht schon was. Und dann hätten wir noch, wenn wir nochmal draufdrücken, ist ja ganz cool, dass es heute regnet. Jetzt hier der kleine Wölkchen. Jetzt sind wir im Regenmodus. Wenn du jetzt Gas gibst, kommt sie schon, aber halt viel vom Gefühl her gedrosselter, was ja irgendwie auch Sinn macht, damit man nicht, wenn man den Hahn mal aus Versehen zu sehr aufdreht, im Regen nicht gleich wegrutscht. Also funktioniert. Du merkst auch tatsächlich einen Unterschied zwischen den drei Modi, wenn du Gas gibst. Finde ich eine super Sache. Großer Fan davon.
Der Revolution Max Motor 975, also die leistungsärmste Harley, die es in der Modellreihe gibt. Aber tut dem Fahrspaß definitiv nicht schaden. Verzeiht mir, dass sie so schmutzig ist, aber heute habe ich kein besonders so tolles Wetter erwischt. Deswegen habe ich sie ein bisschen eingesaut. Und Jekyll and Hyde Klappenauspuff. Hört sich richtig gut an. Über die Optik lässt sich streiten, aber ist ja immer das Gleiche. Der eine mag es, der andere nicht. Der Sound macht es aber. Sie hat im Gegensatz zu der Sportster S einen viel schmäleren Reifen vorne. Das ist ein 100er Reifen. Die Sportster S hat ja den 160er vorne. Was ich persönlich richtig cool finde, ist die kleine Verkleidung hier. Finde ich, unterstreicht so ein bisschen die Optik. Großer Fan von. Finde ich wirklich schön. Mir gefällt auch das Display richtig gut. Die Kombi aus analog und digital. Finde ich jetzt ziemlich cool gelungen. Kickstand. So, etala. Also du hast hier die Tankanzeige, deine Restweite, die Uhrzeit, die Umdrehungen. Also viel in einem Sichtfeld, was ich ziemlich cool finde. Passt definitiv zu dem Bike. Was mich vorhin ein bisschen irritiert hat, ist, wenn wir mal am Tank ein bisschen runtergehen, da ist kein Tankdeckel dabei. Ich habe mir vorhin echt gedacht, ey, Mist, wie kriege ich denn die Maschine getankt? Zeige ich euch gleich. Um die Nightster tanken zu können, braucht man den kleinen Kollegen hier, weil der Tankdeckel ist versteckt. Schlüssel hier rein, drehen. Sitz anheben und siehe da, da ist er. Ich zeig's euch aus der Nähe. Schau, da ist er. Das ist eine richtig coole Lösung. Ich persönlich finde die Lösung mit dem Tankdeckel und dem Sitz echt cool, weil hier einfach keiner den Sprit klauen kann. Die Sporty-Reihe hat, und das finde ich richtig gut, verstellbare Hebel, sowohl für Kupplung als auch für die Bremse. Das Einzige, was ich nicht herausgefunden habe und was mir aufgefallen ist und was mir bis heute noch keiner beantworten konnte, ist, ist euch mal aufgefallen, dass der Bremshebel matt ist und der Kupplungshebel glänzend. Da frage ich mich tatsächlich, wieso? Das wird ja irgendjemand wird sich da was dabei gedacht haben. Sieht man das? Ich hoffe ja. Also wie gesagt, falls irgendjemand von euch weiß, wieso das so ist, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Würde mich wirklich, wirklich interessieren. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was jetzt die Maschine für mich ein bisschen uninteressant macht, ist, ich bin 1,77 Meter groß und wenn ich drauf sitze, habe ich das Gefühl, mit meiner Körpergröße ein bisschen zu groß für dieses Motorrad zu sein oder umgekehrt, dieses Motorrad ein Ticken zu klein für mich. Sie ist bequem, das passt. Aber wie gesagt, mit meiner Größe würde ich sie jetzt eher nicht nehmen. Was aber nicht heißen muss, dass ihr größer, kleiner, was auch immer seid und sie trotzdem cool findet. Denn sie ist cool. Sie macht Spaß. Ist echt ein schönes Bike. Aber wie gesagt, ich empfinde mich als zu groß für sie. Also alles in allem
finde ich die Nightster cool. Macht Spaß zu fahren. Sie ist nicht das stärkste Pferdchen im Stall von Harley Davidson, muss aber auch nicht sein. Ich finde, sie hat eine Daseinsberechtigung auf jeden Fall. Ich finde sie cool optisch, gefällt sie mir gut. Fahrtechnisch macht sie Spaß. Und deswegen würde ich sagen, drehen wir doch noch eine Runde, oder? Genial finde ich, dass die Sportster-Modelle früher hatten ja nur 5 Gänge. Die hier hat tatsächlich 6. Die Sportster S, die ich gestern gefahren bin, hatte auch 6. Also auch bei den Sporties hat sich ganz schön was getan. Also technisch mega, was für Schnickschnack die Dinger jetzt haben zu den alten Modellen. 6 Gänge finde ich ziemlich cool. Also der Revolution Max, der hat da ein bisschen Pep reingebracht. Und, das finde ich auch ziemlich cool, das fand ich nämlich bei meiner Sport hier mal ein bisschen schwierig, du hast jetzt eine Restweitenanzeige von deinem Tank. Wenn ihr mal guckt hier, Moment, hier. 166 Kilometer Restweite. Der Tank ist aber nicht ganz voll, also sie packt, finde ich. So, als ich sie ausgeliehen habe, war sie auch nicht ganz voll. Da waren es aber 200 Kilometer Restweite. Das heißt, 200 Kilometer für eine Sportster, da kannst du halt auch mal einen schönen Ausflug machen. Ne? Bei meiner 48 damals war halt bei 120 Kilometern Schicht im Schacht und dann hast du auch immer schön den Tacho nullen müssen, weil es keine Restweitenanzeige gab. Ist alles Zeugs, was man nicht unbedingt braucht. Wenn man es aber mal hat, dann will man es halt auch nicht mehr missen. Erleichtert die Planung bei Fahrten, erleichtert auch den einen oder anderen Schweißtropfen, wenn alle Lichtlein am Tacho schon blinken und du weißt, die nächste Tankstelle ist, ich kenne mich ja nicht aus, super weit weg, keine Ahnung, und du auf der Suche bist, also da gab es schon die eine oder andere Fahrt mit Nils, wo wir beide schon kräftig gebibbert haben, weil wir eben nicht sicher waren, ob wir es irgendwie zur Tanke schaffen oder nicht. Das ist alles oder wäre alles Geschichte mit den neuen Sporties. Ich mag es, ich finde es toll. Die großen Maschinen hatten das ja auch schon länger oder haben das ja auch schon länger. Da war ich auch immer ein großer Fan. Und das ist nämlich das Problem, wenn du es gewohnt bist bei deinem, was weiß ich, Tourer zum Beispiel, dass du die Kilometerrestweite angezeigt bekommst und dann steigst du auf deine Sporty um und die hat das nicht. Naja, du vergisst halt auch mal zu nullen, vergisst mal drauf zu achten. In dem Fall hier jetzt, völlig wurscht. Also was mir auch ein bisschen auffällt, ist der Sitz. Ich persönlich finde ihn ein bisschen hart. Ich muss aber auch zugeben, ich bin was Motorradsitz auch ein bisschen empfindlich. Ich habe bei keinem meiner Bikes den Originalsitz jemals draufgelassen. Aber hier muss ich sagen, auch wieder meine Empfindung, er könnte ein bisschen bequemer sein. Also ich kann mir persönlich jetzt nicht vorstellen, auf dem Sitz den ganzen Tag drauf zu sitzen und hunderte von Kilometern zu fahren. An sich, also ich finde, er sieht cool aus. An sich, im ersten Moment hast du gedacht, cooler Sitz. Ja, aber wie gesagt, ich bin da ein bisschen empfindlich. Ich finde ihn ein bisschen hart. Aber auch da gibt es
im Aftermarket-Bereich bestimmt irgendwelche Alternativen. Das sollte definitiv niemanden abschrecken, dieses coole Bike zu kaufen. Das Fahrfeeling in Kurven ist richtig cool. Also die liegt richtig schön straff auf der Straße. Hier kurz überholen. Alles safe, gut. Die liegt richtig gut in den Kurven. Die liegt straff auf der Straße. Tipptopp, kann ich nicht meckern. Auch wieder ein Motorrad von Harley Davidson, das mich überzeugt. So, Freunde, das war's schon wieder für heute. Alles in einem ist die Nightster ein richtig cooles Bike. Super wendig, super leicht. Macht richtig Spaß, sie zu fahren. Sie ist zwar nicht ganz so technisch ausgestattet wie ihre größere Schwester, die Sportster S. Sie hat zum Beispiel kein Tempomat. Und du kannst zwar die Federung hinten einstellen, brauchst dafür aber ein spezielles Werkzeug. Und diesen Drehregler, den hat sie leider nicht. Aber ist ein tolles Bike. Haben sie gut hinbekommen. Und da möchte ich mich auch bei allen bedanken, die sich das Video angeguckt haben. Hat Spaß gemacht. Dann wünsche ich euch was. Und die Linke zum Gruß.